Hallo, heute mache ich wieder einen letzten Test zu diesen Aldi Bio-veganen Produkten. Und diesmal testen wir die Veggie-Würstchen. Ich habe die Wiener Würstchen schon probiert, allerdings kein letztes Testvideo dazu gemacht, weil, naja, ich habe die roh gegessen, ohne Anbraten und so weiter. Die hier soll man, glaube ich, auch anbraten, ich weiß es nicht, aber ich wollte sie mir auf jeden Fall machen. Dazu gibt es Avocado-Mayonnaise. Habe ich von der kleinen Coco übernommen, das Rezept werde ich auf jeden Fall mal das Video zu verlinken. Und dazu gibt es dann Kartoffelbrei von Alnatura, ja, so ein Fertigzeug. Und ein klitzekleines bisschen Paprika brate ich noch dazu an. Und dann packe ich das mal aus und zeige euch die Würstchen in der Verpackung und dann geht es auch schon weiter. So schauen die Würstchen hier aus. So ein bisschen wie helle Bratwürstchen einfach. Sieht irgendwie gar nicht mal schlecht aus. Die Wiener Würstchen hier sind ja in so einem Paprikaöl irgendwie und die sind richtig hell, die Veggie-Würstchen. Bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Und dann sehen wir uns später. So, da seht ihr mal, wie die geputzelt hier in der Pfanne ausschauen. Ich habe hier einfach die Paprika mit reingeschmissen. Und die Würstchen lassen sich richtig gut braten. Vom Bratverhältnis auch besser als die Grillwürstchen. Liegt vielleicht daran, dass sie eher für den Grill ausgelegt sind. Keine Ahnung. Die zerfallen nicht so schnell wie die großen Grillwürstchen, weil sie eben so klein und kompakt sind. Ja, finde ich ganz gut. Sieht total lecker aus. Und mein Kartoffelbrei ist auch schon fertig. Habe schon probiert, wie man vielleicht sehen kann. Habe noch ein Stück Margarine reingepackt und von Sonntor dieses Sieglindes Erdäpfelgewürz. Und ja, das Ganze hier habe ich angebraten mit Kokos-Bioöl, mit Wein der Vegan Box von Dr. Görg. Ja, Dr. Görg ist auch eigentlich relativ bekannt. Und wie gesagt, dazu gibt es die Mayo und ich freue mich schon darauf, dass es gleich fertig ist, weil ich habe Hunger. Dann bis gleich. So schaut dann das Endergebnis aus. Also ich finde sehr, sehr lecker. Ja, also ist es auch bunt. Das mag ich ganz gerne beim Essen, wenn da verschiedene Farben drin sind. Und es ist nicht nur Fleisch. Also ich habe früher schon nicht gerne viel Fleisch gegessen und ich teste mich ja im Moment durch diese Fleischersatzsachen, obwohl ich die überhaupt gar nicht so brauche. Mir würde jetzt zum Beispiel die Paprika mit dem Kartoffelbrei und dem hier fast ausreichen. Aber ich bin auch natürlich neugierig, wie schmeckt das, wie gut ist das, kann man das weiterempfehlen. Und ja, nochmal richtig cool finde ich, ist diese Avocado-Mayo. Die schmeckt ziemlich gut. Ich habe relativ viel Knoblauch jetzt aber reingehauen. Und ganz wichtig ist, hat auch die kleine Coco dazu gesagt, dass man den Kern später, wenn man noch restliche Mayo aufhebt oder noch was übrig hat, den Kern wieder reinlegt, weil der eben Enzyme irgendwie wohl in sich trägt, die dafür sorgt, dass die Mayo nicht braun wird, was gut ist. Und dann probiere ich mal gleich. So. Nehme ich mir mal das braunste Würstchen von allen. Ah, okay, also da sieht man schon, die halten nicht so viel aus anscheinend. Ist mir gerade zerbrochen. Und dann packe ich ordentlich Mayo drauf. Hier ist ja auch Senf drin. Und für die Würstchen steht auf der Packung, wird Senf oder Meerrettich empfohlen zum Dippen. Also die Würstchen sind relativ weich. Ich habe die schon kross angebraten, noch lange. Und trotzdem bleiben die sehr weich. Geschmacklich sind sie in Ordnung, auch von der Textur her sind sie mir zu weich. Die Mayo schmeckt sehr geil dazu, passt alles zusammen, denke ich. Und ja, also weiterempfehlen würde ich sie nur für die Leute, die damit klarkommen, dass das eben weich ist. Weil geschmacklich finde ich sie okay. Es wären jetzt nicht meine Favoriten. Da fand ich das Steak besser vom Aldi. Und ich glaube, diese Avocado-Mayo ja, hat gerade mein Herz erobert, weil die schmeckt echt geil. Und das war es dann soweit von mir. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eben auch solche Produkte ausprobiert habt, ob ihr vielleicht mal die Würstchen ausprobiert habt, ob ihr Alternativen dazu kennt, wo ihr sagt,
Die sind auch von der Textur her ein bisschen fester, ein bisschen mehr wie Fleisch. Geschmacklich auch gut und so weiter. Könnt ihr mir gerne alles in die Kommentare schreiben. Und das war's dann von mir. Ich lasse mir jetzt schmecken und bis die Tage. Ciao.